Vielen Dank, Clemens. Ein Hinweis für die Fraktionsredner. Bitte nutzt für die Zwischenfragen die Mikrofone auf eurem Tisch. Für das Oppositionsteam aus Tübingen eröffnet Pauline Leopold. Meine Damen und Herren, mein lieber Vorredner Clemens hat uns gerade erzählt, wo kommen denn Gesetze her, was ist denn der Grund, warum wir heute eine Gesetzeslage haben. Und da hat er uns ganz richtig gesagt, dass der Grund für Gesetze gesellschaftliche Werte sind und Problemlagen. Aus diesem Grund haben wir, um uns zu verregeln, Gesetze. Und jetzt sagen wir an dieser Stelle auch ganz klar, wenn die Werte gleich bleiben und die Probleme gleich bleiben, dann können auch ohne jede Sonderregelung diese Gesetze gleich bleiben. Wir müssen nicht künstlich in Frage stellen, was nicht in Frage steht, was von der Gesellschaft geteilt wird, was die aktuellen Probleme löst. Das hast du ganz genau zu deinem Verfassungspunkt. Du hast das ja auch beim Grundgesetz erkannt. Ganz richtig. Es gibt Werte, hinter denen wir stehen. Die finden wir gut, die finden wir richtig. Es ist unser Wertesystem, das akzeptieren wir und deswegen müssen wir es auch nicht ständig ändern. Nein, es ist der gesellschaftliche Konsens, der auf diesen Werten fußt. Und das ist unser Gesetzgebungssystem, was wir uns selbst auf demokratischem Wege gegeben haben. Was schaffen Sie denn mit Ihrem Antrag? Nein, danke, noch nicht. Sie schaffen ein bürokratisches Monstrum, was sich damit beschäftigt, ständig irgendwelche Gesetze zu erneuern. Ich bin zwar keine Juristin, aber ich bin wohl schon einmal durch die juristische Abteilung unserer Bibliothek gegangen und habe festgestellt, es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Gesetze. Und wenn die jetzt alle 20 Jahre erneuert werden müssen, dann hat das Parlament ganz schön viel damit zu tun, die alle durchzuwinken. Und dann hat das Parlament überhaupt nicht mehr so viel Zeit, sich mit wirklichen, aktuellen und neuen Problemstellungen zu befassen. Und wir denken, das ist doch die Hauptaufgabe unseres Parlaments, auf neue Problemlagen zu reagieren und hier neue Gesetze zu schaffen und nicht zu sagen, oh, das Alte funktioniert zwar ganz gut, aber alle 20 Jahre schauen wir nochmal drüber, ob es doch Verbesserungsbedarf gibt. Denn den Verbesserungsbedarf, der wird sich von selbst deutlich machen und dann kann hier das Parlament reagieren. Severin, deine Frage dazu. Wäre es nicht besser, wir würden in die 80% Steuerrecht, die deutsch sind und die 20%, nicht die 20%, die der Rest der Welt hat, mal reingucken und uns fragen, ob wir wirklich alles davon noch brauchen oder ob wir nicht 90% über Bord werfen können. Okay, genau zu diesem Punkt. Wie funktionieren denn unsere Parlamente? Unsere Parlamente sind aufgebaut in der Regel durch Regierung und Opposition. Und die Opposition hat oft ein Interesse daran, die Regierung möglichst unfähig dastehen zu lassen. Wenn ich jetzt aber Gesetze habe, die eine große Mehrheit, beispielsweise eine Zweidrittelmehrheit brauchen, damit sie verabschiedet werden, dann habe ich doch als Opposition die schöne Gelegenheit, hier an dieser Stelle mal zu zeigen, wie unfähig unsere aktuelle Regierung ist, unserem Land eine Gesetzeslage zu erhalten. Überhaupt nur die Tatsache, dass es eine Gesetzesgrundlage gibt, kann ich hier so angreifen, indem ich tatsächlich sage, ich blockiere hier, ich stimme einfach dagegen, selbst wenn das Recht vielleicht sinnvoll ist, aber es ist für mich eine Möglichkeit, tatsächlich die Politik und die aktuelle Regierung an dieser Stelle fortzuführen. Wir sagen, die Tatsache, dass wir unsere Gesetze kennen, führt dazu, dass wir tatsächlich Rechtssicherheit erlangen. Es ist so, dadurch, dass wir all die Gesetze, die uns betreffen, mit der Zeit kennenlernen, mit uns damit beschäftigen, wissen wir, dass wir uns auf das verlassen können. Das Gericht wird das Recht sprechen, was festgeschrieben steht. Darauf haben Sie gesagt, Sie kennen die Gesetze gerade nicht. Und dadurch, dass ich diese Gesetze kennenlerne, ja, die mich betreffen, kenne ich sehr wohl. Und da kann ich mich auch darauf verlassen, dass ich die nur einmal anlesen muss und dass sie dann in 30 Jahren immer noch gelten. Das ist ganz genau der Punkt. Ich brauche hier Rechtssicherheit. Ich brauche eine Verlässlichkeit der Rechtslage, damit ich überhaupt eine Chance habe, die Rechte, die mich tatsächlich betreffen, innerhalb meines Lebens und meiner Lebensphase, wo sie für mich wichtig sind, kennenzulernen und dann auch weiß, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, dieses Recht gilt und es gilt auch in 20 Jahren noch. Denn wir finden die Gesetze deswegen, weil sie auf dem Konsens beruhen, den wir zusammen finden können. Das heißt also, wir diskutieren als eine Gesellschaft lange
Unser Parlament diskutiert lange bei neuen Konfliktlagen und versucht dann durch den Ausgleich, durch das Händereichen beider Seiten, durch ein Abstimmen, ein Kompromiss finden, eine möglichst ideale Gesetzeslage zu finden. Und ich sage Ihnen, das ist ein relativ langer Prozess. Wir brauchen zum Teil Jahrzehnte oder sagen wir 8 Jahre bei einem Urteil beim Bundesverfassungsgericht, wenn hier nochmal überprüft wird tatsächlich, war denn ein Recht rechtens. Das ist alles ein langwieriger und wichtiger Prozess, der einen Grundkonflikt lösen soll oder so gut wie möglich befrieden, indem man einen Konsens findet. Dieser lange und schwierige Prozess, da können wir nicht sagen, den geben wir alle 20 Jahre wieder auf. Wir haben hier einen Konsens gefunden. Niemand stört sich an der aktuellen Gesetzeslage, denn wenn es so wäre, dann könnte man auch heute im regulären Verfahren dieses Gesetz einfach ändern. Was Sie aber schaffen, sind Wertekonflikte. Sie sagen also an dieser Stelle, wir haben zwar bereits einen Konsens, die Menschen haben sich damit identifiziert, die Menschen sagen, das ist ihr Rechtssystem, hinter dem sie stehen und in dem sie gerne leben. Und jetzt sage ich, aber alle 20 Jahre müssen wir hier nochmal alles rauskramen und neu diskutieren. Das heißt also, eventuell sagen wir euch, die Verlässlichkeit ist gar nichts wert. Ihr habt eventuell die letzten 20 Jahre in einem Rechtssystem gelebt, mit dem, was vollkommen falsch war, was wir nicht so hätten machen sollen. Die Menschen aber sehen doch das Problem gar nicht. Nein, die Menschen sehen stattdessen Reformstau und Probleme, sich mit den aktuellen neuen Problemen auseinanderzusetzen. Du selbst hast angesprochen, Begriffe wie Facebook beispielsweise standen vor einigen Jahren noch in keinem Gesetz, mit Sicherheit. Und ganz genau deswegen sagen wir, für diese neuen Dinge, die auf uns zukommen, beispielsweise solche Phänomene wie das Internet als manchmal rechtsfreier Raum, was wir verregeln müssen, für diese Konflikte brauchen wir die Möglichkeit, dass unser Parlament hier neue Regelungen trifft, hier die Konflikte bearbeitet, analysiert und die bestmögliche Konsenslösung findet. Und wenn Sie die gefunden haben, dann bleibt die auch so lange richtig, bis es tatsächlich Bedarf gibt, sie wieder zu ändern. Und sie wird nicht von selbst einfach nur durch den Verlauf der Zeit falsch. Oder bis über 15 Gerichtsentscheide angepasst wird. Recht und Ordnung werden in der deutschen Sprache nicht ganz umsonst häufig in Verbindung gebracht. Denn wir brauchen Recht, um eine Ordnung zu haben. Wenn ich mich jetzt nicht entscheiden kann, ein Gesetz zu verlängern, dann habe ich eventuell den Fall, dass ich überhaupt keine Gesetzeslage mehr habe. Das heißt, in diesem Moment kann ich mich auf nichts mehr verlassen. Denn wenn Blockadepolitik verhindert, dass ein Gesetz, was notwendig ist, verlängert wird, dann stehe ich im luftleeren Raum, dann habe ich keine Rechtssicherheit mehr für den Bürger. Deswegen, wir brauchen unsere Gesetze und wir wollen nicht in Frage stellen, was nicht in Frage steht, und deswegen gegen diesen Antrag.